Einen wunderschönen Sas und Hallo heute zur dunklen neuen Folge des Notizblocks. Wir sitzen hier alle, die Gruppe hier, ihr seht, ich kann jetzt erzählen, was ich will. Man sieht euch sowieso nicht. Da vorne sitzt die Sabrina Weckerlin, hier im Dunkeln, wo ihr gerade nichts seht. Daniele, Thorsten, alle, wir haben hier alle die ganz großen Stars da. Hier Anton Zetterholm, da hinten in der Ecke, seht ihr. Wir haben alle hier und wir sitzen hier im Café del Sol. Und es, wir haben 2 Uhr nachts. Wir haben 2 Uhr nachts und es ist gerade die Licht- und Soundshow, wie ihr hört. Das ist hier immer kurz vor Feierabend. Der Rauschmeißer. Der Rauschmeißer, das war Daniele. Ja, Daniele ist auch hier. Da hinten, Patrick Starnke ist hinten in der Ecke, auch neben Poker gerade mit Anton Zetterholm. Und Pia Daus habe ich auch hier irgendwo gesehen, aber es ist gerade... Pia, da, da. Ja, genau. Da hinten an der Bar. An der Bar, genau. Es ist ein sehr herrlicher Abend, haben wir hier gehabt. Und... Café del Sol. Schaut es euch mal an. Es gibt es anscheinend in mehreren Städten. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt in die Kamera rede. Man Ab sieht mich sowieso nicht. Die Lichtshow. Ab 2 Uhr gibt es die Lichtshow. Da wird es doch langsam wieder hell. Man kann... Da ist der Effekt. Nee. Da. Oh. Ja. Es ist, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr bei diesem Treffen der Stars dabei sein dürft. Und im Dunkeln. Im Dunkeln. Anton, komm, zieh dich wieder an. Zieh dich wieder an. Ist gut. Ja. Sie sehen auch nicht mehr auf. Sehen Sie nicht. Jede Disco einpacken bei den Effekten hier. Sind gar nichts. Ja, also nehmt es als Tipp: Café del Sol, auch in eurer Stadt, man irgendwo in der Nähe. Nicht. Sieht man jetzt irgendwas? Nee. Das war's, das soll es gewesen sein. Wir haben 2 Uhr nachts. Ich wünsche euch, einen wunderschönen Abend. Und ja, Grüße von Anton, Patrick und Pia hinten an der Bar. Tschüss.